Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 14. Er wohnt in zerstörten Städten, in Häusern, darin niemand wohnt, die man zu Trümmerstätten bestimmt. Hiob, Kapitel 15, Vers 28. Abgelaufen beugte seinen schweren Körper über den Tisch und ließ seinen Blick über die prächtige Weltkarte gleiten. Die große Landkarte war ein Geschenk Abgundas vom Himmel der Raguliten. Dieser hatte sie, Gülaum, als Geschenk zu seinem Amtsantritt übersandt. Von geschickter Hand war die Lage von Himmeln und Klöstern eingetragen. Die langen, schwarzen Spuren, die das von den Fegefeuern hinterlassene Brandland kennzeichneten, waren mit winzigen Datumsangaben versehen, sodass sich das Fortschreiten der Flammensäulen genau zurückverfolgen ließ. Prälat Carolus saß in seinem Rollstuhl und reckte den dürren Hals, um die Karte besser erkennen zu können. Gülaum wusste, dass er dem alten Inquisitor den Blick versperrte. Es kümmerte ihn aber nicht. Seit es dem Gast aus Eterna schlechter ging, war dieser noch unausstehlicher geworden. »Wo sind Sie jetzt?« krächzte der Alte. »Du stehst mir im Weg.« »Sie müssten jetzt wieder dort sein«, antwortete Gülaum, ohne aufzusehen, und wies mit dem Finger auf die Stelle der Karte, wo der Ebro ins Mittelmeer mündete. »Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert«, meldete sich Carolus wieder zu Wort. »Schließlich hat sich die Schar doch Bruder Veljas schon lange entledigt und kann sich jetzt ungehindert durch die Luft bewegen.« Guillaume versuchte, den bitteren Spott in der heiseren Stimme zu ignorieren und antwortete betont ruhig, »Wie schon der unglückliche Zwischenfall gezeigt hat, bei dem Bruder Velja ums Leben gekommen ist, haben wir es mit einem außergewöhnlichen Gegner zu tun. Und wenn ihr nicht auf die regelmäßigen Berichte der Schar bestanden hättet, hätte sie womöglich auch nicht immer wieder die Spur des Ekstatikers verloren.« Prälat Carolus wollte zu einer wütenden Erwiderung ansetzen, wurde aber von einem schweren Hustenanfall gepackt, der ihn für einige Augenblicke beutelte. Sofort trat der Monarch an seine Seite, der ihn wie ein Schatten begleitete, seitdem er im Rollstuhl saß. Er presste Carolus einen transparenten Kunststofftrichter auf das ausgemergelte Gesicht, der über einen langen Schlauch mit einer stählernen Sauerstofflasse unter dem Rollstuhl verbunden war. Mit unverhohlener Abscheu beobachtete Abgülaum den alten Inquisitor der Michaeliten. Die Zeit dieses Mannes war schon lange abgelaufen, aber statt in Frieden zu gehen, klammerte er sich mit allen Mitteln an diese Existenz und scheute sich auch nicht vor der Verwendung medizinischer Technologie. Es musste eine sehr schwere Bürde auf seinem Gewissen lasten, wenn er solche Angst vor dem Jenseits hatte. Unter der Atemmaske beruhigte sich Carolus Husten langsam zu einem feuchten Röcheln. Mit einer fahrigen Bewegung seiner knochigen Hand scheuchte er den Monarchen fort und starrte Gülaum an. »Ich stelle immer wieder fest, dass ihr mehr auf der Seite dieser dummen Kinder zu stehen scheint, als auf der Seite Eternas. Diese Ariel und ihre Schar haben einen wichtigen Abgesandten zu Tode kommen lassen. Damit gefährden sie die Sicherheit und Autorität der heiligen angelitischen Kirche.« Erschöpft rang der Alte um Atem, fügte dann aber mit erhobenem Zeigefinger hinzu, »Und wenn die Kirche fällt, geht die Menschheit mit ihr zugrunde.« Abgülaum sah aus dem Fenster auf die Berge der Pyrenäen hinab. »Wir reden später weiter, Prälat. Ihr seid erschöpft und ich habe einen Krieg zu führen.« Ohne den Greis noch eines Blickes zu würdigen, rollte er die Landkarte ein und verließ den Raum. Draußen auf der Galerie hielt er einen Augenblick inne, um tief durchzuatmen. Die Luft in den Gemächern, die er dem Inquisitor überlassen hatte, war einfach unerträglich. Enail saß oben auf einer mächtigen Mauer des geborstenen Bunkers und beobachtete Ariel und ihre Schar,
die sich unten zwischen den Trümmern bequem gemacht hatten. Natürlich hatten sie die Spur des Ekstatikers wieder verloren. Zum sechsten Mal seit Beginn ihrer Mission waren sie vorgestern zum Himmel zurückgeflogen, um dem Ab und diesem halbtoten Inquisitor Bericht zu erstatten. Und natürlich hatte der gesuchte Joram sich längst wieder aus dem Staub gemacht und seine Spuren wie üblich gut verwischt, als sie heute hierher zurückgekehrt waren. Neben den Schwierigkeiten mit dem Inquisitor behinderte auch die schlechte Stimmung innerhalb der Schar ihre Mission. Immer noch leisteten die anderen Engel seinen Befehlen nur äußerst widerwillig Folge. Tatsächlich schien seine Ordensschwester Ariel die einzige zu sein, die begriffen hatte, dass seine vorübergehende Führungsrolle innerhalb der Schar auch für ihn kein Vergnügen war. Die ganze Sache war eine Schikane. Mit der Prälat Carolus seine Macht beweisen und Ariels Schar bestrafen wollte. Und natürlich machte Henaliel es keinen Spaß, Teil dieser durchschaubaren Spiels zu sein. Aber er hatte seine Befehle und er würde sie ausführen. Neben dem unmittelbaren Problem ihrer von Rückschlägen gebeutelten Mission hatte er noch eine andere Sorge. Auch bei ihrer letzten Rückkehr nach Montsalvage hatte er nichts Neues über den Verbleib seines Scharbruders Kaliel erfahren können. Es war jetzt schon über 2 Monate her, dass er den Ragoliten für eine Sondermission freigestellt hatte. Aber das Kloster Cluny, dem Kaliel seine Botschaft hatte überbringen sollen, war längst gefallen und es gab keine Hinweise darauf, dass er es jemals erreicht hatte. Barkanel und die anderen Mitglieder seiner eigenen Schar waren sich schon fast sicher, dass Kaliel der Traumsatz zum Opfer gefallen war und längst aus dem Kreise der Geläuterten auf sie herabsah. Aber Henaiel mochte die Hoffnung noch nicht aufgeben. Doch statt sich mit seiner Schar auf die Suche nach dem verschollenen Bruder machen zu können, musste er hier mit diesem unwilligen Haufen junger Engel durch eine Ruine nach der anderen kriechen. Henaiel seufzte und ließ sich mit gespreizten Flügeln von der grauen Betonmauer herabgleiten. Ich weiß wirklich nicht, was dieses ewige Hin und Her soll, ließ Adoniel sich lautstark vernehmen. Der ungeduldige Gabrielit machte seinen Unmut in den letzten Tagen immer unverhohlener Luft. Ariel konnte ihn nur allzu gut verstehen, wusste aber auch, dass sie nichts anderes tun konnten, als möglichst schnell diesen Joram aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Und damit das gelang, mussten sie so gut sie konnten mit Henaiel zusammenarbeiten. Sie wusste, dass ihr Ordensbruder auch nur die unsinnigen Befehle des gehässigen Greises aus Eterna befolgte, wenn er sie alle paar Tage einmal zum Himmel zurückhetzte. Im Grunde hatten sie immer nur etwa eine Woche Zeit, um den Ekstatiker zu stellen und mussten ihre Suche nach jeder Berichterstattung von Neuem beginnen. Mittlerweile hatten sie alle mehr als genug. Beruhige dich, Adoniel. Keiner von uns ist gerne hier und das gilt auch für Henaiel, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die Schar sah sie an und wartete auf weitere Worte von ihr. Ariel lächelte. Es tat gut zu merken, dass die anderen sie immer noch als ihre Erste ansahen. Schwester, Brüder, ich danke euch für eure Taten, aber wir müssen versuchen, alle zusammenzuarbeiten und unser Bestes zu geben, damit dieser Ekstatiker zur Strecke gebracht wird, wir endlich nach Hause zurückkehren können und Henaiel sich wieder seiner eigenen Schar widmen kann. Sie sah sich prüfend um. Zumindest auf Maloriels und Adoniels Gesicht war noch immer deutlicher Widerwille zu erkennen. Und wenn wir Henaiel einfach hier sitzen lassen und allein Jagd auf den Ketzer machen? Fragte Adoniel und schob kampflustig sein Kinn vor. Ohne diesen Klotz am Bein hätten wir diesen Joram schon längst erledigt. Ariel schüttelte den Kopf. Nein, darauf wartet der Inquisitor nur. Wenn wir diesmal die Befehle des Abs missachten, wird Carolus einen Zerschlagungsantrag beim Pontifex Maximus einreichen und weder Abgelaum noch sonst irgendjemand wird sich dem Inquisitor der Michaeliten entgegenstellen können. Wir könnten unseren Fall selbst vor den Pontifex Maximus bringen, schlug Maloriel vor. Wieder schüttelte Ariel energisch den Kopf. Wenn wir den Abt in dieser Sache übergehen, stehen wir genauso schlecht da. Jetzt reicht euch zusammen und lasst uns diese Mission erfüllen. Mit leisem Flügelrauschen kündigte sich Henaiel an, der von seinem Aussichtsplatz auf der Bunkermauer zu ihnen herabgeschwebt kam.
Danke, Schwester, es ist gut, hörte Ariel seine sanfte Stimme in ihrem Kopf, und ein Blick in seine lächelnden Augen zeigte ihr, dass er nur zu ihr gesprochen hatte. Der Michaelit war hochgewachsen und seine Schwingen hatten einen leichten Silberglanz. Er musste noch älter als Maloriel sein. Lasst uns versuchen, alles zusammenzutragen, was wir bisher über den Ketzer und sein Vorgehen in Erfahrung bringen konnten. Ich denke, wenn wir noch einmal versuchen, zusammenzuarbeiten, sollte es uns gelingen, ihn diese Woche zu stellen. Mit allem, was wir über ihn wissen, sollten wir eigentlich in der Lage sein, seine nächsten Schritte vorauszusehen. Es fällt ihm leicht, die Menschen auf seine Seite zu ziehen, meldete sich Ariel gleich zu Wort. Einige haben ihn fast wie einen Engel beschrieben. Und er hat eine Vorliebe für vorsintflutliche Ruinen, fügte Daniel mürrisch hinzu. Das heißt, wir müssen nach solchen Ruinen möglichst in der Nähe kleinerer und mittlerer Siedlungen Ausschau halten, fasste Henariel zusammen. Im Gegensatz zu Ariel war er es gewohnt, in normalen Situationen auch tatsächlich zu sprechen. Nur im Kampf oder in anderen Krisensituationen verließ er sich auf die telepathischen Fähigkeiten seines Ordens. Im Stillen bewunderte Ariel ihn ein wenig dafür, wie leicht ihm das Sprechen fiel. Er hinterlässt kaum Spuren, nicht wahr, Daniel? Henariel sah den Ureliten fragend an. Stimmt. Ich konnte fast nie Fußspuren auf den Wegen entdecken, die er genommen haben muss, und an seinen Lagerplätzen hinterlässt er kaum Essensreste oder Ähnliches. Daniel runzelte die Stirn. Wenn er daran dachte, überraschte es ihn noch immer, wie wenig er bisher über den Gesuchten hatte herausfinden können. Womit wir wieder bei der Engelhypothese wären, sagte Henariel nachdenklich. Aber das ist doch Unsinn, rief Maloriel aus, der die Diskussion bisher schweigend mit immer düster werdender Miene gefolgt war. Wieso sollte ein Engel durchs Land ziehen und ketzerische Predigten halten? Angeblich ketzerische Predigten, ermahnte ihn Rahel. Erinnere dich an die anderen Ketzer, die Carolus hat verbrennen lassen. Nur nach seinen Aussagen handelt es sich um einen Ketzer. Ariel schüttelte den Kopf. Denk nur an das, was die Leute in San Mateo über ihn erzählt haben. Die Sache mit dem Licht, das er über ihren Köpfen hat erscheinen lassen und das dann übers Meer nach Osten geflogen ist. Wir wissen doch alle, dass dort ein Fegefeuer wütet. Nur weil er vielleicht fliegen kann, muss er ja noch lange kein Engel sein, ließ sich Daniel wieder vernehmen, der offensichtlich ein wenig über dieses Problem gebrütet hatte. Vielleicht ist er ja auch ein Versuchter oder Besessener, der vom Herrn der Fliegen zum Dank für seine Dienste mit Flügeln oder mächtigen Fähigkeiten ausgestattet wurde. Daraufhin brach eine lautstarke Diskussion zwischen Daniel und Adoniel über die möglichen Fähigkeiten von Versuchten und Besessenen aus, der sich schließlich auch noch Maloriel anschloss. Rahel hatte sich wieder zurückgelehnt und lächelte still vor sich hin, als sie Ariel ansah. Ich glaube, das brauchen sie jetzt. Ariel warf Henariel einen Blick zu und zuckte lächelnd mit den Achseln. Nachdem die Engel sich wieder beruhigt hatten, rief Henariel sie noch einmal alle zusammen und sie diskutierten bis tief in die Nacht hinein darüber, wie sie den Ketzer am besten stellen könnten. Sie hatten beschlossen, am frühen Morgen in Richtung Morella aufzubrechen, um dort ihre Suche fortzusetzen. Für den Rest der Nacht hatte Henariel Meditation angeordnet, damit sie sich am Morgen ausgeruht ihrer Mission widmen konnten. Jetzt hockte die Schar in der typischen Meditationspose der Engel auf ein paar Trümmerstücken in der alten Ruine. Maloriel hatte sich etwas abseits von den anderen niedergelassen. Abgesehen davon, dass er es nicht ausstehen konnte, von diesem aufgeblasenen Michaeliten Befehle zu empfangen, und er nicht verstehen konnte, warum Ariel ihn auch noch unterstützte, wollte er nicht, dass die anderen bemerken, wie schwer ihm die Meditation in letzter Zeit fiel. Er brauchte viel länger als früher, um sich auf sein Mantra zu konzentrieren. Und wenn ihm die Meditation dann endlich gelang, war er trotzdem sehr unruhig und wurde von merkwürdigen Halluzinationen heimgesucht. Für heute Nacht
hatte er die Meditation bereits aufgegeben. Den ersten paar Stunden hatte er noch versucht, sich zu konzentrieren. Aber nachdem er diesen furchtbaren Albtraum gehabt hatte, war er einfach zu zerstört, um wieder Ruhe zu finden. In seinem Traum hatte ihn eine Schar schreiender und lachender Kinder immer und immer wieder von der höchsten Zinne eines Heimathimmels in Prag gestürzt. Und ohne seine Flügel öffnen zu können, war er wie ein Stein in die Tiefe gestürzt. Während dieses rasenden Sturzes hatte er eine Stimme vernommen, die merkwürdige und unverständliche Anweisungen in sein Ohr gesprochen hatte. Bereit für die erste Dorsalinjektion. 3, 2, 1, los! Delta-Inhibitoren zugeben und Zytropumpen auf Maximum. Implantate bereit machen. Plasma-Injektion jetzt! Sofort stabilisieren! Irgendwann war ihm in seinem schnellen werdenden Sturz das Bild des Traumes vor Augen verschwommen und er war in einen dumpfen Dämmerzustand verfallen. Als er sich endlich daraus befreien konnte, musste er feststellen, dass er während der Meditation zusammengebrochen war und auf der Seite im nassen Gras lag. Maloriel hoffte auf einen abwechslungsreichen morgigen Tag. Er brauchte dringend wieder etwas, dem er seine ganze Aufmerksamkeit widmen konnte, um diese verwirrenden Albträume aus seinen Gedanken zu vertreiben. Diesmal hatte Abgelaum seine Karte vor den Augen der Armatura ausgebreitet. Direkt nach seiner Besprechung mit dem Inquisitor war er in seinen geheimen Aufzug in einen der Hauptpfeiler des Himmels gestiegen und zu den Templern hinuntergefahren. Die Hauptmacht der Traumsaat in Frankreich steht jetzt bei Lyon. Im Norden und Osten hindern Truppenverbände Äbtissin Soutans aus den Himmeln der Gabrieliten in Nürnberg die Legion des Herrn der Fliegen an der weiteren Ausbreitung. Es hat sich eine über 300 Kilometer lange Front gebildet. Nachdem ein Teil unserer Truppen den Dämonen den Zugang zu den Alpen versperrt hat, ist es nun unsere Aufgabe, der Traumsaat und ihrer immer größer werdenden Anhängerschaft in den Rücken zu fallen. Den Templern kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, die Städte Vinci und Rouen aus der Gewalt der Versuchten zu befreien. Damit werden die ketzerischen Truppen, die sich der Traumsaat angeschlossen haben, von ihrem Nachschub abgeschnitten und können aufgerieben werden. In der gleichen Zeit wird der größte Teil der himmlischen Heerscharen von Montsalvage die Traumsaat bei Lyon direkt von Süden attackieren. Der entstehende Zweifrontenkrieg wird die Kreaturen des Herrn der Fliegen so beschäftigen, dass sie ihren sterblichen Verbündeten nicht zu Hilfe kommen können. Guillaume sah von der Karte auf. Soweit der Plan, verehrte Armatura. Schwester Mechthild, eine Templerin des Orelitenordens, blickte ihn an. Die Kanalboote liegen im Hafen von Quilan zum Auslaufen bereit. Wir sollten alle Templer und Hilfstruppen in 2 oder 3 Tagen über den Pyrenäenkanal schaffen können. Gut, dann macht alle verfügbaren Truppen bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Die 6 Führer der Templerkontingente der Orden in Montsalvage nickten grimmig. Als die Schar in den ersten Morgenstunden nach Morella hinüberflog, konnten sie schon von Weitem eine mächtige Rauchfahne über dem Ort sehen. Ariel bemühte sich noch zu erkennen, was der Rauch verursacht hatte. Da rief Daniel schon, »Ein Scheiterhaufen!« Der Orelit mit den scharfen Augen flog, wie fast immer, an der Spitze ihrer Formation. »Da brennt ein riesiger Scheiterhaufen auf dem Marktplatz!« Es dauerte nicht lange, bis unter ihnen die ersten Häuser Morellas auftauchten. Und tatsächlich konnten sie jetzt erkennen, dass auf dem Marktplatz ein riesiger Holzhaufen in Brand gesteckt worden war. Ariel konnte auch einige Gestalten erkennen, die immer mehr Möbel aus ihren Gebäuden schleppten und in die Flammen warfen. Das war ja ein Kloster. Sie verbrannten die Einrichtung des Klosters. Hinayel nickte grimmig und setzte zum Sturzflug an. »Na dann los!«
Als sie zwischen den Leuten auf dem Marktplatz landeten, ließen diese sofort alles fallen, was sie gerade in dem Feuer übergeben wollten, und wichen entsetzt zurück. Der stechende Geruch von verbranntem Plastik lag in der Luft, und Ariel konnte neben den verkohlten Holzmöbeln des Klosters auch mehrere verbogene Metallgegenstände in den Flammen erkennen. Von den Monarchen des Klosters war weit und breit keine Spur zu sehen. Noch während sie sich umsahen, fanden die Leute von Morella einen Teil ihres Mutes wieder und versammelten sich in der Nähe des Scheiterhaufens. Ein junger Mann warf einen Aktenordner in die Flammen und starrte herausfordernd zu den Engeln herüber. »Was geht hier vor?«, fragte Henaiel mit lauter Stimme und baute sich mit weit gespreizten Flügeln vor den Dorfbewohnern auf.